das hier bleibt eine spannende Kiste, zumindest bis Daniel Veit den ersten Ball vergeigt hat. Denn halte ich nehme den Gnome-Typen. Jetzt nimm mal das Mädel wieder. Nee. Das passt viel besser zu dir. Nee. Es steht 4-2. Das heißt, damit Daniel hier noch eine Chance hat, muss er jetzt jedes Spiel gewinnen. Sollte ich auch nur ein einziges Spiel gewinnen, ist es entschieden. Und ich bekomme den Punkt für die ewige Besten. Oh, und es ist Weihnachten. Weißt noch, wie beim Weihnachtsspecial, da haben wir auch Weihnachten. Da haben wir auch Peggle 2 gespielt. Ne? Der Kreis schließt sich. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich diese Runde gewinnen, damit das alles richtig ist. Das ist ja schon mal sehr enttäuschend. Wer hat denn an Weihnachten gewonnen? Ich glaube, da hat niemand gewonnen. Oder wir alle. Dass wir verlieren. An Weihnachten gewinnen ja grundsätzlich immer alle. Außer die Kinder, die keine Geschenke kriegen. Wo ist der Grüne? Da. Hat sich versteckt. Wir wissen nicht, hinter welchem Baum sich der Grüne verbirgt. Ah, es war der Rechte. Ah. Poser. Ja, in der nächsten Runde ist aber Achterborn. Bam, bam, bam. Gibst du da jetzt eigentlich vor deinen Freunden auch an, wie gut du in Peggle bist und wow. Ich habe schon prophylaktisch angegeben, bevor wir das aufgenommen haben. Demnächst spielen wir Peggle 2. Und dann werde ich gewinnen, werde ich siegen. Ich ja. habe dann dabei auch übrigens so, so ein Outfit an, wie der Böse bei Karate Kid. Also ich bin dann blond und habe so einen schwarzen, so einen schwarzen Karate-Anzug an. Ist ja nie gesehen. Wie, du hast Karate-Kid nicht gesehen? Ja, wozu denn? Damit ich mich dann Jahre später dafür schämen muss? Das geht nach hinten los, ich mach's trotzdem. Ja, ging voll nach hinten los. Naja, es waren nur blaue und keine roten. Durchaus mehr gegangen. Wer hat denn im Remake noch gleich den Karate-Kid gespielt? War das nicht dieser Will Smith-Sohn? Jaden Smith. Smith. Und Jackie Chan als Mr. Miyagi. Naja, das geht ja. Wobei, ich habe den auch nicht gesehen, das Remake, und der soll gar nicht so scheiße sein. Aber Jaden Smith? Der nervt. Irgendwie das Gefühl, dass ich an diesem Level nicht mehr viel reißen kann. Außer den letzten Stein. Angeber. Das ist schon lila geworden, siehst du? Das ist ja der Daumen aus der Mütze. Jetzt komme ich halt nicht mal an ein rotes Pack ran, oder? Wie sagt man da Stellungsspiel? Jetzt kommt er mit Stellungsspiel, stehst. Pfosten von Anzing, oh Mann. Ja, ich wusste immer, wo ich zu stehen habe. Ja. Hallo? Am Parkplatz halt, um auf die Autos von den besseren Spielern aufzupassen. Nein! Ah. Was? Plus 25.000 minus 25%. Scheiße. Wie komme ich denn da ran? Gar nicht. Wenn du noch einen guten Style-Schuss machst und dann die 50.000 abräumst, dann geht da noch was. Wobei, ich muss eigentlich nur zweimal oder was dabei versagen, einen Roten zu treffen. Das könnte eine eindeutige Kiste sein. Jawohl, das ist gute Stellungsspiel. Warte mal, ich könnte... Kann man das Kackpack trotzdem nicht ran da unten? Kackpack. Da kommst du über Bande auf das Blaue in der Mitte. Hä? Warte, das war ja Nathan. Das Blaue in der Mitte hier, bist du bescheuert. Ja, das da halt. Was, das? Das? Über das nach oben an das Rote. Ach so, Mensch. Na gut. Ja, aber nicht so. Zack, X. Ja, so aber auch nicht.
Mach dir jetzt Mürbel. Obermeier. Irgendwann bist du so Mürbel. Dann verlierst du das. Dann hörst du mir. Dann bist du mein Pegelknecht. Dann bist du mein Knecht. Oh. Immerhin keine Strafe. So. Komme ich jetzt da ran. Das geht wahrscheinlich sogar, wenn man das einfach nur so macht. Ja. Nein, das habe ich dir geschenkt. Ideal. Nein, 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 nein. Doch. Oh. Oh. No. Na, obwohl. Ja, oder? Nein. Hat gereicht. Jawohl. Nein. Jawohl. Nein. Um 3000 Punkte. Warum? Jawohl. Ah! Los, noch eine Runde. Was haben wir jetzt? 4-3. Da war es nur noch der große Schiedsrichter und der kleine Dreckfresser. Wie war alles? Dreckfressen. Ah. Da hättest du zum Beispiel den Schneemenschen gebraucht. Wieso? Weil der die Runden halt dann so anschießen kann, dass die dann so rumrutschen und alles, was sie berühren, halt auch aktivieren. Bla bla bla. Was redest du da? Ich bin Humbug. Humbug. So, jetzt komm. Was? Kein orangenfarbener? Ich hab doch den einen getroffen. Orange. Naja, noch ist die Strafe nicht so schlimm. Nein, 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 nein. Also deine Fähigkeit ist eindeutig zu gut. Dann nerf mich halt. Oh nein, hier liegen überall Nerfs rum. Nerf mich lieber nicht. Bop, 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 bop. Das ist aber das Beste. Nee, hast du nicht. Das Lied ist okay, aber nicht so gut wie die Ouvertüre von 1812. So, als wenn ich halt wüsste, wie sehr das abprallt. Ja, nicht so sehr. Abums. War nicht so gut. War so voll lame. Fanden die auch. Ja. Ja. And the crowd going wild. Das Geile ist, wie die ganzen Pegel-Experten mir jetzt ständig mitteilen wollen. Nee, Minute, da musst du auf den mittleren... Minute 11.07, 3 Grad weiter rechts, du Amateur. Sie haben recht. Pegel-Freunde Pegnitz. No. Seh. No. Gibt's Pegel eigentlich auch in Arcades? Also so richtig an Arcade-Automaten und Spielhallen? Pachinko gibt's auf jeden Fall halt da. Ja, aber das ist ja was anderes. Weiß ich nicht. Wäre eigentlich sinnvoll. Vor allem, wenn jede Kugel 5 Mark kostet. Mhm. Oh. Ich wollte eigentlich noch den Pinkfarben an. Tschüss. Shit. Wenigstens keine Strafe gezahlt. Oh. Nein. Nein, komm. Da. Du. Nee. Oh, komm. Wie unfair. Achso, du hattest keinen erwischt. Das ist, mit dem Schnee sehe ich nie, wo dieser Auftreffpunkt genau ist. Schneeblind. Genau das war... Ich habe zum ersten Mal einen extrem bösen Witz verkniffen. Soweit ist es jetzt schon. Mein Boah, Gott. Es hätte sogar 2 extrem böse Witze gegeben. Verdammt. Naja. Ihr könnt ja in den Kommentaren raten, was ich gemeint habe. Komm. Nein. Jetzt ungeduldig. Fuck, jetzt ist es schon wieder so, dass... Ah.
Da wollte er einfach zu viel. What? Das heißt, ich muss jetzt beide treffen, sonst war's das, oder? Jetzt ist der Disney-Film-Moment, wo die Zeit stehen bleibt. Jetzt, wenn ich den Björn hätte, siehst du? Björn Einhorn. Ich probier's mal. Aber fast. Na toll. Jetzt wirst du vernichtet werden. Oh, du heißt sogar auch noch Daniel-san. Hä? Wie Karate Kid halt. Ach so. Naja, wenigstens noch hier den Kackeimer erwischt. Was für ein Finale. Voll langweilig. Ich fand, insgesamt war ich auf jeden Fall der unterhaltsamere Spieler. Spannender, talentierter vielleicht nicht. Aber es war auch viel Pech dabei. Naja. Mund abputzen, weitermachen. Ja, das heißt, ein Punkt für mich für die ewige GameTube Hitliste der Sieger. Mal sehen, ob wir das nochmal spielen. Daniel wird wahrscheinlich alle anderen dagegen raten, weil ich hier nicht besiegbar bin, wie ich gerade eben bewiesen habe. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe auch gewonnen. Mhm. Daniel hat keine Lust mehr auf weitere Bekundungen meiner Genialität. Mhm. Das heißt, das war's. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Dieses GameTube-Duell. Wir sehen uns demnächst bei einem weiteren Duell, um rauszufinden, wer der Beste ist. Bis dann. Ciao. Ciao.